Allgemeine. So, wir haben es jetzt geschafft. Der zweite da, der ist jetzt in Angriff genommen. Wir haben ein sauleckeres Frühstück gehabt im Café Allerhand in Noen, das uns vom saarländischen Ehepaar betrieben wird und von deren Kindern. Und das ist richtig schön dort und man kann auch lecker Kuchen essen, wenn man noch mit das einem Wanderer von zum Beispiel der Noener Nahschleife einkehrt. Also, noch ein schöner da, bis später. Ich sage jetzt nicht mehr viel, weil hier fliegen so viel Mücken da rum. Ich will einfach hier nur noch weg. Also viel Spaß beim Video. Ciao! Hey Tobert, das da wird ich mir merken. Er hat schon Wetter vergessen, dich zu grüßen. Das wäre dann schon der zweite Minuspunkt. Hier mache ich's für den Marco. Ganz liebe Grüße an dich, Tobert. Thank you.
der zweite Teil da vom Nahsteig, der hat es ganz schön in sich. Ja, auf jeden Fall mehr als gestern. Noch 5 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Leck, bin ich so fertig. Die Doetap, die hat uns ganz schön geschlaucht. Die ist auch ehrlich gesagt nichts für den Alltagswanderer, der nur ein paar Kilometer geht, sondern die hat richtig Anspruch, auch nicht nur an Höhenmeter, sondern auch an Trittsicherheit. Das heißt, wenn ihr diese Etappe geht, dann unbedingt wirklich dann nur, wenn ihr wirklich geübt seid, wenn ihr die richtige Ausrüstung habt und letztendlich auch, wenn die Kondition stimmt. Von daher absolut schön die Etappe, unheimlich viele kleine Single-Trails in Abwechslung mit wunderschöner Landschaft, mit Ausblicken, mit vorbei am Fluss laufen, mit kleinen Kerbtälern und so weiter. Also diese Etappe ist landschaftlich definitiv schöner wie die erste. So, jetzt sage ich euch tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Sarah hat alles gesagt, was mir, oder beziehungsweise was uns vermisst, was wir vermisst haben, sind so Trinkoase, wie auf der ersten Etappe gestern. Das hat ein bisschen gefehlt. Aber man hat einen Klick gehabt, Fischerhütte hat aufgehabt, da konnte man dann inkehren. Aber ansonsten auf der Etappe inkehren, leider nichts. Und ich sage mal, dass das Picknickkorb, wo man da kriegt, die Tüte, die große Portion, die reicht für uns zwei, hat das nicht gereicht. Also wir haben jetzt hier Hunger und wir sind auch froh, wenn wir gleich dahin am Ziel sind. Und Topper, mein Schätzelchen, ich hätte dich nicht vergessen. Liebe Grüße und jetzt und tschüss. Thank you.
Hi, gell, ich sehe ein bisschen fertig aus. Und die Etappe, die hat uns ganz schön geschlaucht. Die ist auch nichts. Sagen wir mal, für die Jogging. Sicherheit bei ich.